Okay, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu den Leuten zu meinem Part. The Legend of Zelda Link's Awakening mit dem Zwergenfürst. Du bist ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Das Haus ist im Norden mit den zwei Türen. Ja, da gibt es schon den entscheidenden Hinweis. Ich habe mich mal belesen. Und ich denke, ich weiß jetzt, wie ich die Banane bekomme. Wir brauchen jetzt eine Banane für den Affen. Das ist ein Haus mit zwei Türen im Norden. Und da ist ein Haus mit zwei Türen. Die Mama möchte die Yoshi-Puppe. Dann können wir die ihr mal geben. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe? Bitte? Klar, was geht's? Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Das ist noch keine Banane, aber das ist erstmal eine Schleife. Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo eine Schleife tauschen. Ja, Tauschgeschäfte hier an The Legend of Zelda Link's Awakening. Die sind leider hier manchmal notwendig, um hier voranzukommen. So, wir wollten jetzt nochmal die Schleife haben. Ich glaube, hier rein müssen wir gehen. Hundehütte hatte ich im Kopf. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeugs. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche diese sofort. Ich gebe dafür eine Dose Hundefutter. In Ordnung. Oh, Hund mit Schleife, das sprechen kann. Freude, hier ist dein Hundefutter. Wir haben Hundefutter. Na toll, sehr guter Tausch. Hans im Glück. Gab schon bei Grimms, ist das Grimms Märchen? Ich bin mir nicht sicher. Altes Märchen, Hans im Glück. Der sein Zeug umtauscht. Dann irgendwann nur noch einen Sack voll Dreck hat, oder? War das irgendwie, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Ich kenne nur noch dieses Märchen asozial von Julian Bam. Sack voll Scheiße. Gut, hier müsste am Strand noch irgendwo ein Haus stehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dort kriegen wir eine Affe. Dort kriegen wir einen Affen. Ganz genau. Da kriegen wir eine Banane. Irgendwo müssen wir ein Krokodil finden. In einem Haus liegt ein Krokodil. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier müsste es irgendwo ein Haus geben, am Strand. Oh, hier gibt's erstmal eine Schatztruhe. Ein paar Rubine drin. 50. Da ist ein Haus. Ich glaube, das ist die Zwergenbucht. Ist das gemeint hier? Nö, irgendwie nicht. Irgendwo muss ein Krokodil sein. Dass man eine Banane für Hundefutter verschenkt. Es ist alles ja ein bisschen am Strand, wurde gesagt. Bin nicht komplett irre. Hier ist auch ein Äffchen. Hier wachsen Bananen auf Bäumen. Ja. Könnte ich mir auch pflücken, aber egal. Ah, hier ist. Er hat schon Bananenstauden bei sich drin. Was? Was hast du denn da in der Hand? Nein, genau diese Dose fehlt mir in meiner Sammlung. Ja, eine Hundefuttersammlung? Interessant. Bitte gib mir das Hundefutter, bitte, bitte. Oh, danke, gib es sofort her. Eigentlich so unhöflich hier. Ich dachte, die fehlt in deiner Sammlung. Das hast du verspeist. Na, sehr toll. Schwarz, 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 rülps. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber du hast ein paar Bananen. Ja, ups.
Du hast das Hundefutter gegen Bananen getauscht. Ein guter Tausch. Ein sehr guter Tausch. Besser als du denkst, mein Lieber. Mein liebes Krokodil. Damit kann ich was anfangen. Kann ich tatsächlich gebrauchen. Ui. Da will ein Nieser rauskommen. Ich versuche ihn zu unterdrücken. Ui ja. Die Erkältung zeigt sich. Ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet immer wieder. Es ist... Ich weiß auch, woher die kommt, woher ich die Erkältung habe. Diesmal weiß ich das. Es ist gar kein großes Rätsel. Ich muss jeden Tag in der Kälte draußen warten. Es ist ja jetzt in Corona die Sache, dass die Imbisse und so weiter dich nicht drinnen warten lassen. Die müssen dich ja draußen warten lassen. Du musst da also erstmal manchmal eine halbe Stunde draußen in der Eiskälte warten, bevor du dein Essen abholen kannst. Ja. Gut, da waren wir doch gerade eben. Aber gut. Vielleicht hilft uns das trotzdem weiter, irgendwie näher ranzukommen an das Schloss. Jetzt müssen wir nämlich zum Schloss hin. Da wären wir vielleicht vom anderen besser gewesen. Urunga-Steppe, da müssen wir erstmal hin. Erstmal schocken lassen. Sehr schockierend. Ich denke, wir müssen nicht hier durch, oder? Müssen wir doch da durch? Ich weiß nicht. Ich befürchte ja. Weil die Dinger da am Weg stehen, die können wir noch nicht anheben. Also hier mal durchschlagen. Mir gehen die Herzen aus. Sieh mal raus. Es reimt sich, deshalb stimmt's. So. Ich geh mal vorbei. Du musst heute goldene Blätter sammeln. Das ist unsere Hauptmission heute. Zum Schloss und dann hier mal. Du musst die Affen durchlassen. Dann mal goldene Blätter sammeln. Und die müssen wir, glaube ich, dem Richard geben. Ja, der Richard in seinem Anwesen. Und dann kommen wir hier weiter voran. Zum nächsten Dungeon vielleicht. Bananen! Oh, Kiki will sie haben. Gibst du sie, Kiki? Ja, ein weiteres Tauschgeschenk. Geschenk. Geschäft. Das wollte ich sagen. Bananen! Oh, Kiki freut sich. Affen, kommt, bedankt euch. Es ist ja putzig. Und da bauen sie uns eine Brücke oder was? Mit dem Fluss. Was los? Geschäft erledigt, weg mit Affenzahn. Ein Weg mit Affenzahn. Und ich habe einen Stock gefunden, den einer der Affen zugelassen hat. Jetzt gehört er dir. Was auch immer. Können wir vielleicht noch irgendwo für gebrauchen. Schloss Kanalet. Da kommen wir durch die Vordertür nicht rein, aber vielleicht kommen wir jetzt durch die Hintertür rein. Gibt es da einen kleinen Trick, wie wir reinkommen können? Gibt es erstmal ein Telefon? Na, tut. Ja, hier, ja. Hast du die 5 goldenen Blätter noch nicht alle? Schau doch vielleicht mal die Löcher am Schloss an. Tschüss. Tut, klick, tut. Die Löcher am Schloss. Die Löcher am Schloss. Oha. Da geht's runter. Gibt's noch andere Löcher am Schloss? Achso, im Schloss. Da gibt's Löcher drin. Jetzt sollten wir erstmal hier rein ins Schloss gelangen. Und dann kommen wir auf den Kummer drauf. Nicht? Ist ja deprimierend. So, zerbombt. So, hops hier rüber und dann müsste es doch jetzt reingehen ins Schloss. In den Schlossgarten. Oder auch nicht. Oh doch, sind wir schon drin.
Den müssen wir wieder so besiegen. Ein bisschen kräftigerer Gegner. Oh, hier müssen wir hier ein bisschen weggemauern. Du musst dich selbst mit Bomben treffen oder was? Verdammt. Der mit seinen Bomben. Na, irgendwann treffen wir den hier. Na komm du mir her hier. Irgendwie kriegen wir doch den besiegt, oder? Bin ich hier gestorben oder was? Na toll. Das ist das erste goldene Blatt. Das ist ja ein Kampf. Ein Kampf ums goldene Blatt. Erneut versuchen. Achso, haben wir es noch nicht geschafft oder was? Müssen wir jetzt nochmal. Ach nee, da liegt das goldene Blatt. Verdammt. So, wenn er angreifen muss, dann hier und dann. So. Sehr schön, das erste Blatt. Wie lange muss ich? Das ist ein goldenes Blatt gefunden. Und weitere 25. Jetzt hier zwei auf einmal, das ist doch hier. Erstmal den einen, nacheinander. Nacheinander, nicht alle auf einmal. Sehr schön. Teil der Macht. Hätte ich ihn als erstes besiegen müssen. Das kann ich machtvoll in den Rasen mähen. Kann ich hier von hinten aus, hinten aufmachen? Von innen? Achso, hier kann ich nur heben. Ich kann aber rein. Ich weiß, das soll ich noch nicht tun, aber. Na, lassen wir es lieber. Machen wir dann später. Erstmal Blätter sammeln. Dann können wir das Schloss erkunden. Sehr gut, da mit dem Powerstein der Macht können wir hier. Powerteil der Macht. Können wir mit einem Schlag besiegen. Ansonsten mit zwei. Ist nicht besiegt. So, sollten wir nur ein Blatt besorgen oder gibt es noch weitere hier? So, die mal beiseite räumen. Sollten wir vielleicht doch mal im Schloss nachgucken? Ach, die schon wieder? Nein. Lass mich in Ruhe. Der Palastwächter. Ich flüchte mich mal hinein. Was seid ihr denn? Oha, Feuerball. Auch doch nicht alle auf einmal hier. Drei auf einmal. Drei gegen einen. Oh, goldenes Blatt. Tatsache. Wie viel muss ich davon sammeln? Hat immer noch keiner gesagt. Du hast ein goldenes Blatt gefunden. Eine Fortschrittsanzeige wäre nicht schlecht, wenn ich wüsste. Noch drei übrig. Dann komm, ich kümmere mich erstmal um dich hier. Bis leichter zu besiegen. Oha, die Balken sind langsam zu Ende. So, ein Herz. Ein Herz für Link. So, hier geht's weiter. Gibt's vielleicht gleich den nächsten Schlüssel. Das nächste Blatt. Okay, keine Ahnung, was ich soll. Feuerball besiegen vielleicht. Oha. Sieht nach einem Bossgegner aus. Ich gehe gerade mal hier raus. Vielleicht bin ich da mal weiter. Schloss Kanalett. Oh, jetzt bin ich hier oben. Sehr gut, da komme ich in der Tat weiter. In der Tat. Oh nein. Jetzt bin ich eingesperrt. Ach so, ja gut. Ich muss nur eine Vase gegenwerfen. Und eine Bombe. Habe ich bekommen. Bomben. Jetzt besiegt man dich am besten mit Bomben. Verdammt, verdammt. So besiege ich das nicht.
Soll es vielleicht mit Bomben versuchen? Auf Y liegen 4 Bomben. Na komm. Let's start again. Jetzt soll ich mir mal einen davon mitnehmen. Geht gar nicht, so ein Mist. Okay, das fügt Schaden zu, aber ich weiß nicht, ob das so sehr effektiv ist. Jetzt müssen wir einfach ausweichen und dann... Sehr gut. Goldenes Blatt Nummer 3. Hat ein goldenes Blatt gefunden. Okay. Wir haben jetzt 3 goldene Blätter. Und weiter. Reicht das schon? Genügt das? Ein Herz, das ist nicht schlecht. Das ist Sackgasse. Also ich würde mal sagen, es klingt so, als wäre es das gewesen. Können wir die Tür noch aufmachen? Geht vor der Tür hier raus. Das wäre nicht schlecht, dass wir dann später nicht durch den Hinterhof wieder rein müssen. Das wäre vielleicht ganz klug, wenn wir den Weg frei machen. Können wir. Ich finde hier keinen Schalter. Schlecht. Na gut. Gehen wir erstmal zurück. Muss jetzt reichen. Mehr Blätter finde ich jetzt hier nicht. Gehen wir jetzt nach dem Schloss jetzt erstmal. Gehen wir zurück zum Richard. Können wir mit dem Telefon nochmal nachfragen. Ach, was ein Scheiß, jetzt sehe ich den hier nicht. Hier runter. Gehen wir durch hier. Und ups. Und bunk. 2 auf einen. So, hier hoch. Schöne 2D-Welten, die man zwischendurch hier machen muss. So, rufen wir mal an. Holen wir uns einen kleinen Tipp ab. Tutut, ja, hier Ulria. Hast du noch alle 5 goldenen Blätter? Dann leg mal eine Bombe an verdächtig aussehende Stellen. Ich hoffe, das hilft. Tutut. 5 brauchen wir tatsächlich. Dann brauchen wir noch 2. Dann müssen wir wohl nochmal rein. Schloss. Ging es da vielleicht noch weiter? Nochmal zurück hier mit ein paar Herzen springen zurück. Dann waren wir schon ganz schön sicher. Richtig, nicht sicher, sondern waren wir schon richtig. Nein, abhauen. Ja, rein dort. Machen wir den Weg nochmal. Gut, ich war ein bisschen dumm. Ich habe nicht dran gedacht, dass es da noch weitergehen könnte. Das sah für mich wie eine Sackgasse aus. Aber mit Bomben lässt sich da bestimmt was machen. Ein Herz. Geht's weiter? Nein, lass mich in Ruhe. Ich will hier nur durch. Nein. Hier entlang. Ohne Umschweife gleich mal. Entlang. Aber wo können wir da eine Bombe hinlegen? Verdächtige Stellen. Aha. Soll ich doch da unten irgendwo gucken, oder? Das ist eine verdächtige Stelle. Aber ich habe nur 4 Bomben. Entdeckung. Nö, da tut sich nichts. Vielleicht in dem Räumchen dort hinten. Ein paar Bomben bräuchte ich jetzt noch hier. In der Bombe. Sehr gut. Vielleicht wirklich hier so. Deckung. Nö. Da tut sich nichts. Und fertig, die Stellen. Da sind ein paar Risse in der Wand.
Hier auf den Punkt vielleicht. Nee, da tut sich auch nichts. Ich habe noch zwei Bomben. Ich müsste mal gucken. Verdächtige Stellen. Ich muss woanders noch nachgucken. Das muss ja eigentlich offensichtlich sein. Das muss ja eigentlich... Vielleicht im Schlossgarten oder so. Irgendwo ein Riss in der Wand. Wenn, dann muss das ja klar sichtbar sein. Hier vielleicht. Hier würde ich noch sagen. Oha, in der Tat. Da kommt aber ein Gegner raus. Das hilft mir gerade nicht weiter. Mein letzter Bombe. Oh, und nur ein Gegner drin. Ich brauche neue Bomben. Das ist fies jetzt hier mit dem Feuerball drin. Oh, ein goldenes Blatt. Sehr gut. Aber wo ist das fünfte? Jetzt habe ich vier Blätter. Ich müsste mit Bomben nochmal nachgucken irgendwo an der Stelle. Ich gehe, glaube ich, erstmal zurück. Ich hole mir noch eine Bombe. Eine Bombe kriegt man ja dort hinten im Raum. Wenn man da nochmal hinläuft. Genau dort. Ich befürchte, die brauchen wir. Die brauchen wir. Dann kann ich ja gleich runter. Runterhüpfen von der Mauer. Sehr gut, nur das wollte ich. Eine Bombe. Bomben. So, hops. So, geh mal. Na, angreift dann hier. Und kurz zurückweicht. Sehr gut. Holen wir uns noch einen Tipp oder finden wir hier noch eine Stelle? Dann verdächtig auch eine Stelle, die wir nutzen können. Batterieleistung lässt nach. Verdammt, die Bombe. Das war nicht gut. Jetzt habe ich keine Bombe mehr. Jetzt muss ich nochmal zurück. Aber vielleicht gibt es einen anderen Tipp, den ich benutzen kann. Ich hole mir mal den Tipp. Warum nicht? Wenn man die Chance hat. Ab zum Telefon. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz rum. Aber gut. Mein fehlt uns noch ein goldenes Blatt. Hinweis. Tja, hier ist Ulrika. Du hast die fünf goldenen Blätter noch nicht alle gefunden. Nimm doch die Krähe in der Nähe vom Schloss mal vor. Ja, da bin ich schon mehrfach durchgelaufen. Das war die, die dort auf dem Baum sitzt. Ich weiß schon, was ist. Was Sache ist hier. So, ich geh mal rüber. An Herzen folgen. Sehr gut. Können wir uns der Krähe widmen. Der das letzte Blatt. Gib's her das Blatt. So, du bist doch die Krähe. Lock dich vom Baum. Erstmal die Gegner hier besiegen. Sehr gut. Aufscheuchen. Da ist das letzte Blatt. Hervorragend. Dann hast du auch das letzte goldene Blatt errungen. Jetzt sollst du zu Richard gehen wegen des Schlüssels. Den Schlüssel, den gibt er mir für 5 goldene Blätter. Sehr schön. Noch einmal zurück. Ich hoffe, die Switch bleibt an. Bis dahin. Damit wir das nur noch am heutigen Part erledigen können. Dann haben wir doch heute im Part was erreicht. Goldene Blätter, die haben wir erreicht. So, Richards Haus. Das müsste doch auch hier ganz in der Nähe sein. Das war doch hier in der Steppe. Das Muschelhaus war es nicht. Es war woanders. Aber auch ganz in der Nähe.
Richards Villa. Und dann ganz in der Nähe von Richards Anwesen war dann auch die das nächste Ding, wo im nächsten Part dann reingehen. Das nächste Ding, das nächste Dungeon meine ich. Ja, ganz genau hier, ganz, muss hier ganz in der Nähe gewesen sein. Einmal hier rüber. Lassen wir uns hier nicht zerstören. So. Genau den Schlüssel brauchen wir. Für diese Tür. Wo ist das Anwesen? Könnte das das Anwesen sein? Nee, das war noch woanders, oder? Ich noch mal besiegen. Immer auf die Karte gucken. Jetzt sind wir fast wieder ein Hexenhäuschen. Genau hier war das. Hier war doch das Anwesen. Das war doch direkt hier nebenan. Das muss doch hier. Das war ein Haus am See. Sehr hübsches Haus am See. Da müssen wir links hier. Irgendwie. Schicksalsacker. Ja, hier muss doch. Hier war doch das Haus, wenn ich nicht irre. Wenn ich nicht komplett irre. Haben wir hier den Richard. Ja, sehr gut. Oh, sehr gut. Ich hatte alle Blätter finden können. Schiebe er diese Statue hinter mir zur Seite und erfinde, was er gesucht hat. Hätte es mir auch früher sagen können. Na, vielen Dank auch. Den Schlüssel gar nicht. Da muss ich erstmal durch den Dungeon durch. Na, schöne Wurst. Teil der Macht. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt hier noch. Na toll. Hier rüber springen. Schlüssel. Nee, eine Muschel. Zaubermuschel. Na toll. Geh nochmal durch. Versperr mir nicht den Weg. Sieh mal durch. Ist jetzt knapp. Kannst du die Kleinen hier besiegen. Wenn die noch das Ding mitnehmen. Jetzt hier. Sehr gut. Mal raus. Aha. Jetzt muss man Schlüssel finden. Na toll. Ein Labyrinth. Muss man Gras mähen hier. Um den Weg dadurch zu finden. Nein. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Sackgasse. Ist es nicht. Na komm, jetzt hier. Das Herzteil kriegen wir doch noch. Sehr gut. Ein Herzteil erhalten. Jetzt kommen wir da nicht mehr rüber. Stecken wir hier fest. Na komm. Sehr gut. Die Eule vielleicht? Mutter Erde, Geheimnis hat am Fuße meiner selbst. Aha. Müssen wir hier schaufeln oder was? Jetzt mal reinfallen. So ein Buddeln, aber haben wir eine Schaufel im Inventar? Haben wir tatsächlich. Irgendwann mal auf Y. Ein Schlüssel. Du hast den Schleimschlüssel erhalten. Er öffnet das Tor in der Urunga-Steppe. Sehr gut. Sehr toll, dann können wir mal hier weiter.
Und das machen wir im nächsten Part. Da öffnen wir hier das Tor zur Ungerstäppe und da sehen wir auch schon, ihr seht's, haben wir den nächsten Dungeon. Gut, na dann. Glaube ich, noch immer soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Link's Awakening. Bis dahin, und drinne.